Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren gemütlichen Runde von Fire Emblem Three Houses. Wie ihr seht, wir haben ein paar Unterstützungsgespräche und die werden wir uns erstmal am Anfang des Parts gleich mal zu Gemüte führen. Is something troubling you, Ingrid? Oh, Sedith. You seem to have caught me when I thought nobody was around. Perhaps I can help, if you would like to share. I wouldn't want to bother you with my trivialities. I will not pry, of course. But if you keep it to yourself, no one will be able to help you. That's true. It's regarding my father. Count Galatea. I have met him once or twice. Well, you have likely heard that House Galatea's financial situation is precarious. Many regions of Fargus are harsh and infertile, but our lands are especially so. There were several years of fruitless harvests. It nearly ruined us. We could barely feed our troops. Then I was born bearing a crest, after generations bore none. Suddenly my family hung its future on me. My father had hopes that with my crest, I'd be married into a noble family, and that House Galatea's financial troubles would be a thing of the past. Ah, I see. And the other house would benefit from the addition of your crest-bearing blood. It seems to me you have suffered much for the misfortune of being born with a crest. I beg your pardon? I know crests are highly valued, but they are also a burden. My feelings are mixed. You truly think so? But you're so devoted to the goddess. I'm surprised to hear you say such a thing. Perhaps one day I will expound upon my opinion of crests in greater detail with you. For now, let it suffice to say that whether or not you bear one is secondary to your identity. You are a person, first and foremost. And you should be permitted to grow as a person, crest or not. I agree. Thank you for listening. If you ever wish to discuss this again, consider me available whenever you please. Thank you so much. Ich glaube, den Support hatten wir schon mal, ne? Also jetzt nicht in diesem Durchlauf, aber in irgendeinem anderen, da kam mir nämlich sehr bekannt vor. Aber den hier, den hatten wir garantiert noch nicht. Ah, this theory just isn't coming together. The thought behind it is sound enough, but... Hey, Lysithia. Your forehead's all wrinkled. You look dense. Is something wrong? You know you can tell your big bro Rat... I mean, you know you can tell me anything, right? Raphael, while I appreciate your offer, I'm not so sure you'll be much help here. What does that mean? Oh, are you researching something complicated? In that case, yeah, you're probably right. Is there something else I can help you with? I'm really good at other things. Like training. I have absolutely zero interest in such things. I have an idea. Do you want to get real good at playing tag? I can teach you. There's a trick to it that most people don't know. Like to not get tagged and stuff. Let me show you. It's too sunny to spend all day inside studying. Come on, Big Bro's gonna take you outside. Shut up, shut up, shut up! Can't you see I'm busy? Go bother someone else. What nerve you have too, calling yourself Big Bro. Like I'm your little sister or some nonsense. Just cut the act. Did I really say that out loud? Anyway, my grades were always miles better than yours. If you want to play the part of Big Brother, you'd probably benefit from studying way, way more. Like I said, I'm really good at other things. Just not classroom learning. I can't stand all the excuses. Clearly, you're the little kid here. You got all that? Now, don't bother me again. Understood? Bye. She must be going through a rebellious phase. Ist sie gerade aus ihrem eigenen Zimmer gegangen? So, wir waren bei der Mission stehen geblieben. Also los. At the monastery at Garrig Mach, the Kingdom Army proceeds to bolster its forces, but the Empire is already won.
one step ahead. An Imperial vanguard, led by General Randolph, has deduced the location of the Kingdom Army and now advances with the aim of toppling Garrick Mach for a second time. Jahre später. Also nie. Ich glaube, in der Zwischenzeit können wir alle mal von der neuen Sprache lernen. Verteidigung Garrick Mach, Blauer Mond, Kapitel 14. Mal sehen, was haben wir denn hier? Ein Kriegerlanze. Ein Magiebogen. Und ein Ring der Göttin. Hast du irgendwas Spannendes dabei? Nö. Nehme ich lieber Harpy stattdessen mit. So. Nein, ich will in die Schlacht. So, kann losgehen. The Knights of Seros are a powerful enemy. But we have more soldiers. We'll take them down all at once. There are more enemies than expected. Attacking with fire would prove most useful here. Report. The enemy has entered the periphery of Garrick Mach. If they reach the interior, we won't be able to protect the monastery. Drive them back. Dann kümmern wir uns erstmal um den hier. Fängt ja gut an. This could turn the tides. So, und um den Pegasi kann sich Ingrid kümmern. I aim for greatness. Was kommt denn da gleich? Okay, der Schütze, der kann, den können wir easy ausschalten. Achso, das lassen wir mal zu. So, was haben wir hier in Pegasi? I'm in. Don't expect any sympathy. So, kümmern wir uns. Kümmern wir uns um. Das sind aber ganz schön viele hier. Nein. Du hast 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, du kannst ja auch noch ein Stück weiter, du kannst ja von da angreifen. Den da wollte ich. So, machst du stattdessen lieber den kaputt. Dann werden wir den jetzt schon mal los.
Entschuldigt. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, du kannst... Oh, du kannst ihn besiegen. Sehr gut. So lobe ich mir das. Die kommen bei... die doppeln sogar. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Kommando zurück, das lösen wir anders. Du machst erstmal den kaputt. Ja, ne. So, Bombs. Kannst du von hier die... Das ist zu weit weg. Ich glaube, er darstellt die größere Bedrohung da. Ran. Er hier. Guide me well. What's the plan? Natürlich überlebt er das. Ach ja, du bist ja schon in deiner Ultima-Klasse. Ach nee, du bist ja von den einen da gedoppelt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass du gedoppelt wirst. Aber er ist der nächste, um den wir uns kümmern würden. Au. Uff. Ich habe nicht gesehen, dass sie daran kommt. Uff, das machen wir anders. Das machen wir anders. Wo ist es denn? Juri hat den besiegt. Das machen wir mal so weit. What's the plan? So, du kannst den nochmal besiegen. Don't bother haunting me. Das war die Sau hier, ne? Kümmern uns um den. I disposed of doubt long ago. Let's make this quick. So macht's irgendwie mehr Sinn. I've got no time for mercy. Du greifst dann den an, du gehst auch auf den. Wo geht alle auf den? Das gefällt mir aber auch nicht so. Ja, ich könnte Felix da hinstellen. Macht, glaube ich, sogar mehr Sinn.
So, Felix, ich hoffe, du bist gut im Ausweichen. Guide me well. Das Sammeln, ne? Wer geht denn hier auf wen? Bei Felix haben wir immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass er besser ausweichen kann als Sylvain. Und außerdem noch sein Schild beschützt ihn noch ein bisschen. Oh. Naja, soll der uns mal angreifen? Wir können ja dank des Kelchs auf jede Distanz angreifen. Da ist dann auch kein Problem mehr. Our duty to guide these soldiers to their destination. Stay alert. An attack may come at any time. So, das gefällt mir wesentlich besser, als wo alle überlebt haben. Ready when you are. What's my strategy? Dann noch schwätze Dank. Hauen wir uns den gleich mal weg, dann stört er nicht mehr. So. Den sollte sich Mercy kümmern können. So. I don't expect forgiveness. So, kommen wir zu der Invasion hier. Really wanted to die. Whatever gets me by. Schmeckt. So, kümmern wir uns um dich. Entschuldigung. Dann nehmt so. Lament your weakness. So, weg mit dem. All this violence. And for what? So, um den da würde ich mich ganz gern kümmern. Sunshine. Und da haben wir auch genau die richtige Kandidatin für. Ich brauche mal langsam eine Heilung. Sollten bei Sylvain vielleicht mal Glaube trainieren, dass er auch heilen kann. Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Um den kannst du dich eigentlich kümmern.
Sag mal, was sind das hier heute für Treffer, die sie daneben hauen? Ist doch echt unglaublich. Bei denen trifft natürlich jeder Rotz, ne? Na ja, gut, dafür kritten wir auch ordentlich zurück. Der Weg ist frei, Madame. What's the plan? Der denkt, er ist im Vorteil, nur weil er sich auf so einen Busch gestellt hat. Der kann Wasser leben. No time to slow down. So, schnapp ihn hier. Der ist mit Schmackes geworfen worden. So, mal kurz heilen. Dann hat sie auch ein schönes Level up. Bitte. Ja, was steht da? Guide me well. Das kannst du mal nutzen. What's the plan? I'll cut through. So, kommen wir zu der Seite. Wir brauchen eine Heilung. So, jetzt uns wenigstens ein bisschen besser. So, und du kannst mal zu den anderen in die Mitte ziehen. Und wir haben ihn erst geheilt. Autsch. Und da kommen die Nächsten. So, den kann Ingrid übernehmen. Mit dem Bogen, bitte. Mit dem Bogen. So, um den kann sich Yuri ganz einfach kümmern. Der hat ja eben noch 9 KP gehabt. So, können wir Felix wieder heilen. Ist auch kein Problem. Mache ich doch gerne. Geht doch nichts Besseres, als Felix zu heilen. So, aber bringen wir uns gleich mal ein bisschen besser in Stellung. Lasst uns den einfach mal in die Parade krachen. Wir stellen uns. Machen wir weiter. Ja.
Kommen wir mal zu dem mit der Kriegerlanze. Müssen wir uns nicht mehr mit dem herumschlagen. So. Hier kann er vor Ort. Gleich beide auf Konstanz. Das sollten wir möglichst verhindern. Gehen wir den Yuri als Ziel. So. Der eine wird zwar auf uns gehen, aber das können wir, glaube ich, verknusern. Uff, das ist gar nicht mit Offensive, wenn er weg ist, sind die anderen in Gefahr. Uff, 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 uff. I'll comply. What's the plan? I'll cut through. Let's make this quick. Das sollten wir doch mit in Betracht ziehen. I'm in. Sunshine. Wenn du dich da anstellst. Na, noch ein höher. Guide me well. Why not? Wenn du schon mal da stehst, kannst du dich gleich nützlich machen. At your service. Ready when you are. Und raus da. Au. Was gehen die beide auf uns? Na gut. Wir werden es überleben. Im Gegensatz zu ihr. Und da ist die nächste. Die nächsten, bitte, ja. Fire attack is ready. Now, to draw the enemy's attention. So many units, and you still can't defeat us. The Empire's generals are not as formidable as I'd heard. Quiet! Don't think you'll get away with mocking me! Attack! Make sure they never speak again! Now! Burns! Save me! Ugh, a fire attack! The damage is too great! We can't fight anymore! All units retreat! I'll take on our pursuers! Carry away the injured soldiers! Chase them down! Leave none standing! Eliminate them before they can regroup! Ja, also kill every last one of them? Den da hätte ich gerne. Aber da werden wir uns im nächsten Part drum kümmern. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Beim nächsten Mal kümmern wir uns direkt erstmal zuerst um die hier. Und dann werden wir hier mit denen hier aufräumen. Wir sind ja alle ein wenig geschwächt und können sich nicht bewegen. Das werden wir natürlich zu unserem Gunsten ausnutzen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.